das müssen Sie erleben. Genau. Oh, ich bin hin und weg. Also das braucht man zu Hause. Oh, ich sag Ihnen, meine Damen, ob Damen oder Herren, das braucht jeder. Und wissen Sie was? Oh, da fühlt man sich, ja, wie lange kann man denn das machen? Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Game. Ja, und vor kurzem wurde ja die Reihe Gideon Falls von Jeff Lemire und Andrea Sorrentino beendet. Ja, und da geben die beiden einfach mal kurzerhand bekannt, ja, im September startet eine neue, bisher noch unbekannte Serie bei Image von den beiden. Wir haben so ein kleines Teaser, Cover, Bild, Poster, wie auch immer, wo Classified draufsteht, ist halt die Frage, ob das vielleicht sogar gleich der Titel sein soll. Und wir sehen im Hintergrund eben, naja, die Erdoberfläche des Mondes, ne, wer weiß, in welche Richtung das wohl gehen könnte, wenn dort Classified steht und wir haben den Mond. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es in die Kommentare mit euren Ideen, ne, dazu. Ich weiß, ich habe echt keine Ahnung. Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Ne? Ja, okay, gut. Ja, ansonsten hat jetzt Netflix den ersten Trailer zur neuen He-Man-Serie getroopt. Werde ich in die Infobox packen, nicht in die Infobox, in die Endcard und hier oben wahrscheinlich auch das i reinpacken. Da kommt ihr zu dem Trailer von Darth Splendor dazu. Ist immer die beste Variante, um solche Trailers zu schauen. Glaubt mir, vertraut mir. Klickt drauf, glaubt mir. Müsst ihr draufklicken. Als He-Man-Fan müsst ihr da draufklicken. Oh Mann, das hat wie umgehauen. Jedenfalls habe ich mir den heute Morgen auch mal angeguckt. Die anderen sind ja alle schon ein bisschen früher dran. Ich bin ja nun echt mal jemand, der eigentlich nicht viel mit He-Man anfangen kann. Ich mag den alten Film und es ist so ein bisschen was aus der Kindheit. Ne? Wobei ich halt Bravestar als Kind bewusst lieber geguckt habe, auch wenn ich mich da auch an nichts erinnere. Ja, ich habe die Serie dann Bravestar und auch He-Man dann irgendwann nochmal so mit 15 nochmal gesehen, als es auf Tele 5 lief. Und da habe ich nur gemerkt, wie bescheiden die beiden Serien doch sind. Da hat irgendwer hingeschissen. Also die Originalserie, ne? Und ich mochte auch immer von He-Man eher die neuen Abenteuer des He-Man, ne? Und jetzt habe ich mir halt diesen Trailer angeguckt und auch das ganze Bildmaterial davor. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, ja super, das ist doch eigentlich nur die He-Man 2000XX-Serie, oder? Also die 2000XX-Serie halt, ne? Die damals, wovon wir zwei Staffeln halt damals bei RTL 2 hatten. Weil, also optisch ist es genau dasselbe. Also was das Charakterdesign angeht. Orko sieht ein bisschen anders aus, habe ich gemerkt. Aber ansonsten finde ich, ist das wirklich 1:1 dasselbe. Nur ein bisschen, sag ich mal, mit mehr Schatten und ein bisschen, ne, aber sonst, ja. Und haben mir aber diesen Trailer angeguckt und echt, der macht Bock auf mehr. Also ich denke mal, da werde ich auch mal reingucken. Also das sah doch jetzt recht vielversprechend aus an dieser Stelle, möchte ich einfach mal sagen. Wie gesagt, schaut da bei dem Trailer mal von Darth Splendor rein. Das ist echt geil. Also, ne, ich liebe die Trailer von Darth Splendor. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen in den Kanal. Ne? Aber trotzdem sehr, sehr cooler Dude. Ja. Ansonsten wisst ihr ja, ich habe jetzt Netflix und ich bin eigentlich auch gerade dabei, die Netflix-Marvel-Serien zu gucken. Ich weiß, ich bin sehr, sehr spät dran, ein paar Jahre zu spät. Aber ich bin bisher sehr begeistert. Ich habe jetzt die erste Staffel Daredevil geguckt, die erste Staffel Jessica Jones und jetzt gerade die zweite Staffel von Daredevil Band. Das heißt, heute Abend geht's dann los mit Luke Cage. Ne? Aber bis hierhin möchte ich sagen, sehr geil. Also ich glaube ja, Luke Cage und Iron Fist kommen dann ja nicht ganz so gut weg bei der ganzen Sache. Aber das macht echt Spaß. Ne? Und ja, hier ist es, denke ich mir halt nur wieder, eigentlich sehr, sehr schade, dass Disney Marvel gekauft hat und die Rechte halt und dadurch, dass alles so familienfreundlich ist, ne, wenn ich sehe, was hier abgeht, ne, mit Gewalt, Brutalität, Sex, ne, es ist ja alles drin, ne, und ich bin jedes Mal wieder so überrascht, dann sowas zu sehen, weil damit rechnest du nicht, ne, gerade bei Jessica Jones, wo die ganze Zeit mit Luke Cage da in der Kiste Bettsport macht, also ich hab's gefeiert. Ne? Und ja, hätte so nicht das MCU sein können wie die Netflix-Serien. Also ich finde es wirklich genial. Ne? Wo ich ein Manko machen müsste, wäre halt im Aufbau vom Kingpin, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nicht, dass der Kingpin schlecht ist. Ich mag den Schauspieler, macht das super. Aber die Storyline funktioniert für mich nicht so gut. Nein, doch. Oh. Ne? Erste Staffel, der Kingpin ist da und hat halt drei untergebene Gangverbosse.
Ja, und jetzt ist er deswegen der Kingpin, weil er Yakuza-Russen noch irgendwen unter sich hat, die auch noch ziemlich schnell über den Jordan gehen, weil er sie selber fast alle tötet. Gibt's nicht noch mehr Gangsterbosse? Braucht man nicht vielleicht alle Gangsterbosse, um Macht zu haben? Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Ist halt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Da fehlte mir, ich habe mir gedacht, ja, warum sitzt der denn nicht mal im großen Kreis mit ganz vielen zusammen, wie man das halt aus den Comics kennt, ne? Und in der zweiten Staffel sieht man dann die Iren und die Iren sitzen an dem großen Tisch. Da frage ich mich, yo, Kingpin, wieso hast du nicht alle Bosse um dich versammelt? Haben jetzt alle Bosse auf dich gehört, haben alle nicht auf dich gehört? Und ganz ehrlich, wir jetzt in Staffel 2 so die Macht im Gefängnis so an sich gerissen hat, das ist für mich auch nicht so ganz so durchdacht, möchte ich jetzt mal behaupten, ne? Aber ja gut, ist halt Plothole, sage ich jetzt mal für mich, ne? Aber ansonsten, ich finde die Inszenierung geil, ich finde die Kämpfe geil, ich finde die Kostüme geil, ich finde die ganze Machart geil, ich finde eben diesen wirklich erwachsenen Touch richtig geil, den halt die MCU-Filme verloren haben in dem Moment, wo Disney da hineinkam. Also für mich auf einfach riesige Empfehlung, wer das noch nicht geguckt hat. Also ich feiere es total gerade. Kommen wir zu dem, was ich gelesen habe. Panini hat mir freundlicherweise den ersten Band der neuen Black Widow-Serie zum Rezensieren zur Verfügung gestellt, ne? Und ja, das hat mich gleich mal wieder richtig weggeflasht, ne? Geschrieben von Kelly Thompson. Und ja, ich würde schon Kelly Thompson mit zu einer meiner Lieblingsautorinnen zählen. Weil ich bin immer rundum begeistert mit dem, was sie schreibt, zumindest mit dem, was ich gelesen habe. Ne? Da wäre natürlich die Hawkeye-Serie, die wir nicht bekommen haben, die mit Kate Bishop. Sie müsste auch die West Coast Avengers-Reihe, die darauffolgende, geschrieben haben. Sie hat eine Story mit den Ghostbusters geschrieben, aber ich glaube, die war nicht so gut. Dann hat sie eine sehr tolle Serie geschrieben, und zwar, ach, guck mal, diese wunderschöne X-Men-Serie hier, ne? Mr. und Mrs. X, ne? Und ja, zuletzt halt diese Deadpool-Reihe, ne? Die mir auch viel Spaß macht. Ne? Ja, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht wirklich bewusst irgendwas von ihr gelesen, wo ich sage, das ist jetzt grundauf schlecht. Ah ja, und sie hat auch die Sabrina, The Teenage Witch-Serie geschrieben, von Archie Comics, ist irgendwo klar, ne? Die ich auch zuletzt gelesen habe, die so ein Zwischending zwischen Teenie-Soap und Horror ist. Also die Serie, die so ein bisschen nach Chilling Adventure of Sabrina rauskam, weil die Serie wurde ja nicht beendet, ne? Chilling Adventure of Sabrina. Und jetzt haben sie halt die Serie, und da habe ich halt auch den ersten Sammelband gelesen bei Comixologie. Und das hat mir auch viel Freude gemacht. Also ich finde, sie ist einfach wirklich eine sehr gute Autorin. Und hier beweist sie das wieder, ne? Es ist richtig, richtig geil geschrieben, ne? Wenn ich etwas bemängeln müsste, wäre so erstmal so die erste Hälfte des ersten Comic-Hefts, weil die hätte ich einfach weggelassen. Es ist so eine Art Prolog für alles, was da kommt. Darauf gehe ich auch gar nicht ein, ne? Denn wir gehen ganz woanders ein. Seit 3 Monaten ist nämlich plötzlich die gute Black Widow verschwunden. Und niemand weiß, wo sie ist, bis der gute Clint, ja, sie im Fernsehen einfach durch eine Straße laufen sieht und denkt, ey, bin ich wieder weg. Die kenne ich doch. Ich meine, hier in dem Raum sind mehr Dinge, die Meme-Potenzial haben als ich. Ruft natürlich erstmal Bucky an und versucht sich mit dem darüber zu connecten, denn die hatten ja zusammen diese wunderschöne Serie Winter Soldier Hawkeye, die wir im Deutschen nicht bekommen haben und die so wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, was zu dieser Serie geführt hat und zu der Vorgänger Black Widow Serie und zu der Vorgänger Black Widow Serie und natürlich auch angesprochen wird in Free Fall von Hawkeye und ich glaube, bei Winter Soldier war es auch Thema. Und ja, das ist das, was ich halt Panini immer wieder vorwerfe, dass sie uns diese Serie immer noch nicht gebracht haben, da die so essentiell wichtig ist für den ganzen Background um Black Widow, ne? Und auch für die anderen beiden, aber gerade für Black Widow ist es ganz wichtig, ne? Jedenfalls, dadurch sind die so ein bisschen spinnefeind, gleichzeitig gute Kumpels, gleichzeitig ekeln sie sich beide irgendwie an. Jedenfalls machen die beiden die gute Natascha ausfindig in San Francisco, wo ja auch die gute Black Widow schon mal vor einiger Zeit, müsste in den 80er Jahren nach unserer Zeitrechnung gewesen sein, vielleicht auch 70er Jahren, mit Daredevil gewohnt hat, ne? Also da schließt sich auch mal wieder so ein kleiner Kreis, ne? Eieiei. Ja?
Ja, und sie finden heraus, dass die gute Natascha verheiratet ist mit einem Mann namens James. Erinnerung, Buckys Name ist in Wirklichkeit James Buckham Barnes, ne? Ist vielleicht eine Andeutung. Und ein Kind hat, ein kleines Baby, was auf alle Fälle auch älter ist als 3 Monate. Wenn sie erst seit 3 Monaten verschwunden ist, kann da irgendwas nicht ganz stimmen. Ne? Vor allem, wenn Clint sie noch genau vor 3 Monaten, genau an ihrem Verschwindenstag gesehen hat und sie auf alle Fälle keinen Babybauch hatte. Ne? Und dieses Baby heißt Steve. Also, das sagt Stevie, aber ihr wisst, wo es herkommt. Steve. Ne? Und dann haben die auch noch eine Hauskatze namens Logan. Nur irgendwie kein Hund, der Clint heißt. Und kein Hamster, der Matt heißt. Hätte ich noch zum, auch noch mit eingebaut. Okay. Hier sehen wir den kleinen Stevie auch mal und da den James, den Papa, ne? Und ja, Clint nimmt halt mit Natascha und der Familie Kontakt auf, um herauszufinden, ja, was ist da los? Ist das eine verdeckte Operation? Oder ist Natascha einfach ausgestiegen? Sie gibt aber keine Anzeichen. Normalerweise irgendein Blick oder so, den Clint ja sofort lesen könnte durch die Zusammenarbeit. Er kann es nicht ausmachen. So stöppelt er mal wieder hin zu Bucky und berichtet ihm, jo, ich weiß nicht, was los ist. Und wenn wir uns da jetzt einmischen, am Ende kriegen wir einen auf den Deckel. Wenn es eine Mission ist, versauen wir die Mission. Ist sie ausgestiegen, versauen wir es ihr. Und selbst wenn das irgendeine Falle von irgendeinem Schurken ist, ist sie glücklich. Und wenn wir ihr das kaputt machen, kriegen wir auch einen von ihr auf den Deckel. I'm gonna hit you so hard, your children will be born bruised. Und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann taucht Jelena Belova auf. Die andere Black Widow. Nee. Die wir in dem alten Marvel Knights Run kennengelernt haben. Ne? Deren ja Beweggründe auch immer sehr zweifelhaft ist. Denn wir haben sie als Shokin kennengelernt. Irgendwann war sie dann auch mit Widow zusammen im Kampf gegen den Red Room in einem Comic, was wir in Deutsch nicht bekommen haben. Ne? Ja, da sind halt viele Fragen offen und zwischendurch konnte sie sich auch in irgendein riesiges Monster verwandeln, in eine Art Gargoyle und hat von Jessica Jones das Baby geklaut. Das ist ja absurd. In einem New Avengers Annual. Also es ist halt sehr fragwürdig. Ja, ist Jelena nun auf der Seite von unseren beiden Freunden? Oder steckt sie hinter allem? Und wie gesagt, unsere beiden Freunde wissen halt gar nicht, was abgeht. Also, ne, sie sind total überfordert, ne? Es ist mega geil geschrieben. Es weiß zu überraschen. Und es hat viel Drama und Soap-Faktor, ne? Also, es geht am Ende richtig emotional zur Sache. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die wirklich schwer sind. Wie gesagt, das Comic weiß zu überraschen. Es kommt dann mittendrin ein riesiger Schockmoment. Da habe ich wirklich erstmal geschluckt, ne? Also richtig geiles Black Widow Ding. Das Ding funktioniert und zwar echt gut. Wieder richtig top. Also, ne? Es ist halt schade, dass noch so viele Black Widow Lücken überhaupt bei uns sind. Ich habe ja mittlerweile bis auf eine alle Serien seit Marvel Knight gelesen. Das ist eigentlich die dritte Marvel Knight Serie, die ich nicht gelesen habe, die wo es nur um Yelena geht, ne? Alle anderen habe ich so meines Wissens nach komplett irgendwie irgendwo gelesen und es ist noch viel geiles Zeug da draußen, bei dem ich echt hoffen würde, dass es irgendwann kommt und das zählt auf alle Fälle auch zu dem geilen Zeug. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, riesige Empfehlung für eben, Black Widow, ein neues Leben. Und damit kommen wir jetzt zu einem kleinen Horror-Spezial innerhalb dieses Weekly Cans, denn ich habe jetzt einige, ja, Horror angehauchte Titel dabei und der Anfang macht hierbei nur wieder das Ende der Welt von Neil Gaiman, erschien beim Dantes Verlag, welcher mir auch dieses Comic als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. So, und ganz ehrlich, ich fange hier auch diesmal eher mit dem Elefanten im Raum an, also mit meinem Kritikpunkt an dieser Stelle. Normalerweise macht man das aber eigentlich nicht so rum, sondern verpackt das doch ein bisschen anders. Also, ne? Aber wir fangen einfach mal mit dem Kritikpunkt an und das ist das Titelbild selbst. Denn es verrät uns eigentlich schon an dieser Stelle ein bisschen zu viel. Come on! Also das Titelbild ist halt ein riesiger Spoiler.
Und das macht eigentlich das kaputt, wie ich halt meine Rezension hier starten würde normalerweise, ne? Weil ihr seht's ja schon, worum es hier geht, ne? Um den Werwolf, ne? Ist halt dann schlecht, ne? Wenn ihr dann eigentlich mit so einer genialen Seite anfangt, ne? Und die erste Seite ist, oh Gott, da war ich weg. Da war ich hin und weg, als ich diese Seite, wir haben erstmal dieses Panel. Man weiß doch sofort, was los ist. Wir haben es hier ganz klar mit einem Typen zu tun, fix und fertig, höchstwahrscheinlich ein Kater, der fast in Fötusstellung, Hand auf den Kopf, Decke übers Gesicht gezogen. Ne? Man sieht ihm richtig an, ey, er kann nicht. Er ist fix und fertig, ihm geht's beschissen. Ne? Und dann liest man dieses, ja, ich würde fast sagen, Gedicht hier oben. Und boah. Also so, so geil. Es war ein Scheißtag. Ich wachte nackt im Bett auf, mit einem Krampf im Magen. Fühlt sich mehr oder weniger wie die Hölle an. Irgendwas an der Beschaffenheit des Lichts, seiner Ausdehnung, sein metallischer Glanz. Es hatte die Farbe von Migräne. Sagte mir, dass es Nachmittag war. Im Zimmer war es arschkalt, im Ernst wie im Kühlschrank. Es lag eine Eisschicht auf dem Fensterscheiben. Innen. Das Bettzeug um mich herum war aufgeschlitzt und zerrissen. Und da waren überall Tiere im Bett. Guten Morgen, liebe... Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Und jetzt erleben wir mit, wie unser Freund, der gute Lawrence Talbot, aufwacht, sich mit Mühe und Not aus dem Bett schält, versucht zum Klo zu kommen, es aber nicht mehr schafft und sich genau vor der Schüssel erbricht. Richtig geil ist dann natürlich dieser Sin City Look, der hier dabei noch aufgegriffen wird, weil wir haben hier halt Lawrence als Ich-Erzähler und es hat halt wirklich, es überträgt diese Stimmung von, ey, ich bin echt der totale Loser, lasst mich einfach alle in Ruhe, ey, ich hasse euch alle, ich hasse die Welt, ich hasse mich, ne? Ja, und wie gesagt, er erbricht sich dort und was dort in dem Erbrochenen auftaucht, das ist echt nicht so schön. Da haben wir eine Hundepfote, ziemlich viele Fleisch, Haut und Haarereste und sogar Kinderfinger. Betonung, Kinderfinger, ne? Also er sagt, ja, sie sind ziemlich klein, wohl Kinderfinger, ne? Interessiert ihn aber eigentlich dann jetzt auch nicht weiter. Er geht einfach mal unter die Dusche. Scheißegal, wie die Finger in den Magen kommen. Leider verrät uns ja das Titelbild, wieso die in seinem Magen sind. Und das ist halt das, was ich halt hier schade finde. Ich hätte damit noch viel, viel länger gespielt. Ich hätte da ein anderes Cover gewählt. Vielleicht sogar einfach nur ein schwarzes Cover. Einfach so ganz neutral gesagt, ey komm, wir machen hier komplett unser eigenes Ding im Deutschen. Aber nur Schrift da drauf, ne? Das wäre halt wirklich das, was ich kritisieren würde, ne? Wirklich das Titelbild, weil es einfach an dieser Stelle spoilert, was eigentlich viel später erst so richtig klar wird, ne? Ja, er geht duschen und dann irgendwann nach dem Duschen sammelt er halt das Erbrochene auf und spült es dem Klo runter, ne? Das ist das Ekligste, was ich je erlebt habe! Nicht! Geh bloß weg damit! Und ist dann auf dem Weg zur Arbeit und hier gibt es eigentlich schon ganz, ganz viele Anspielungen auf das, was jetzt kommt. Er hat dann zum Beispiel einen Brief von seiner Vermieterin in seiner Wohnung, die, naja, nicht zu knapp Anspielungen, ja, aufs Ende der Welt macht und auf den Cthulhu-Mythos und auch ansonsten haben wir es hier ziemlich oft mit irgendwelchen Tentakelsachen zu tun, denn ja, die Vermieterin, die wir nie sehen, ja, kocht ständig irgendwelches Tentakelkram. Das ist ein echter Leckerbiss. Ja, also, die Andeutungen sind von Anfang an da, wo wir hingehen, ne? Jedenfalls begibt er sich durch die Stadt. Und da stellt er sie uns auch gleich vor, ist halt ein heruntergekommenes Kaff am Arsch der Welt. Die Leute sind arm, er passt hier rein, er ist genauso ein Loser, keiner interessiert sich für den anderen und alles sind Alkoholiker. Besser kann's nicht laufen. Was sagt der Kerl? Schulz, ich sauf jetzt mit euch. Ach gar. Er begibt sich in die Kneipe. Ne? Und auch hier, richtig geiles Ding. Ist halt dann wieder, war für mich halt erstmal eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber wir haben ein Klosar, das uns das nämlich erklärt. Ja, und zwar geht unser lieber Lawrence halt ja an die Bar. Und der Barkeeper fragt, Hair of the Dog. Wissen wir natürlich erstmal nicht, was das heißt. Ne? Ich habe erstmal gedacht, jo, weiß der da jetzt schon, dass das ein Werwolf ist? Nee, jedem wird's erklärt,
Das ist der englische Begriff im Endeffekt für den Katerbier. Also sprich, wenn du einen Kater hast und dann früh morgen und sagst, ach komm, ey, ich sauf, warte, bis die Kopfschmerzen wieder weg sind. Ne? Um was anderes geht's hier halt gar nicht. Ne? Es ist, ne? Aber es passt halt eben, ne, durch dieses Hair of the Dog eben gleich zu der Thematik. Darum wurde das halt auch nicht übersetzt. Es hätte da die Stimmung rausgenommen. Ne? Jedenfalls besäuft sich erstmal, hört sich ziemlich viel Scheiße irgendwie über die Stadt an. Ne? Und irgendwie fängt der Barkeeper an, von Lykanern zu sprechen, um Lykantropoi. Ne? Also hier wird ein anderer Begriff verwendet. Ne? Aber irgendwie, ja, alles zu blöd. Also überall schon so kleine Anspielungen, aber unser Lawrence interessiert sich nicht dafür. Und es ist einfach nur geil. Das ist, geht ihm 10 Kilometer am Anus vorbei. Nee, er geht zur Arbeit, ne? Besucht sein heruntergekommenes Büro. Ne? Er ist eigentlich so ein Mann für alles, ne? Detektiv, so würde ich mal hauptmäßig sagen. Aber ey, wenn du einfach nur Möbelpacker brauchst, dann macht er das auch. Ne? Also er macht einfach alles, ne? Und er ist so geil, wie er sich eigentlich den Boden unter seinem Büro vorstellt. Das ist die Vorstellung, dass das total von Kakerlaken zerlaufen wird. Und das ist auch so geil einfach, dieser Mutti, ne? Er stellt sich das halt wirklich vor, wie halt unter seinem Fußboden die Kakerlaken langkrabbeln. Geil, ne? Und dann wird uns das bildlich dargestellt. Ja, jedenfalls, er kommt ins Büro und da sitzt ein alter Mann. Ne? Mit roten Augen. Und fängt hier an, was vom Ende der Welt zu erzählen. Lawrence weiß gar nicht, was das alles bedeuten soll. Es ist ihm zu blöde. Zusätzlich ekelt ihn der alte Mann auch noch an, weil er hier sabbert plötzlich. Ja, und dann plötzlich scheint der aufzuwachen. Keine roten Augen mehr. Weiß gar nicht, wo er ist und geht einfach. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Auch das interessiert Lawrence nicht weiter. Es ist ihm scheißegal. Das ist nicht so klar, dem ist alles scheißegal. Ne? Ja, und so geht das halt weiter. Dann ruft irgendwer an, der ihm ständig irgendwelche Aluminium-Verkleidungen verkaufen will. Und auch das hat Bedeutung. Er ruft nämlich immer wieder an und das ist auch... Es ist am Ende dieses bedeutungsvoll, muss man sich mal vorstellen. Ne? Irgendwann ruft noch eine Mutter an, die ihre Tochter vermisst und Lawrence soll die suchen, aber den fallen Mutter mal lieber nicht an, denn er hat den Verdacht, er hat das Kind halt aufgefressen. Ne? Ja. Sehr absurd. Alles sehr absurd. Ne? Eigentlich würde er zum Mittagessen irgendwann mal gehen. Eigentlich Mittagessen, eher Abendbrot, er ist ja nachmittags aufgestanden, aber egal. Und geht mal schnell noch zur Wahrsagerin nebenan. Und lässt sich die Tarotkarten legen, ne? Oha. Und dafür soll er selber das Kartenspiel mischen, ne? Und als er das gemischte Kartenspiel zurückgibt, sind die Karten plötzlich anders. Das ist ein Werwolf und das ist Cthulhu. Und die Wahrsagerin flippt aus. Was hast du mit meinem Karo-Spiel gemacht? Was hast du nur gemacht? Verschwinde, du verschwinde, geh in mein schönes Karo-Spiel. Mein schönes Karo-Spiel. Oh, das ist kein Meme. Er denkt sich nur, alles Show, komm. Die hat nicht alle, ne? Geht nach Hause. Oder eigentlich geht er nicht nach Hause, denn wo ist das Haus von einem Alkoholiker? Genau, die nächstbeste Kneipe, wo dann auch erstmal die Sache mit dem Aluminiumverkäufer aufgeklärt wird und man sich fragt, yo, Alter, ist nicht dein Ernst, ne? Ja, und dann sehen der Barkeeper und Lawrence, ja, an den Klippen ein grünes Feuerchen brennen. Das müssen sie sich mal anschauen. Das Ding ist genial. Irgendwie macht's alles richtig, gleichzeitig alles verkehrt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das Ding spielt einfach mit meinem Hirn Ping-Pong. Das ist... Also, gelesen habe ich sowas noch gar nicht, glaube ich. Und, naja, also Sarah Experiments Lane war dagegen ein... ein Schulwandertag. Ganz ehrlich. Ne? Und... schaut euch Sarah Experiments Lane an, ihr werdet am Ende nicht gerafft haben, was ihr da geguckt habt. Ne? Und das ist ja ähnlich. Es passieren so viele Sachen und es ist so absurd teils. Ne? Und die Ruhephasen auch, diese ganzen Ruhephasen, man hat ja diese Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Ne? Eigentlich passiert ständig was, aber irgendwie
mir alles scheißegal, ich gehe jetzt einfach weiter, ne? Da ist zum Beispiel dieser Fall, und das ist eine Sache, die wird auch gar nicht weiter aufgeklärt. Nachdem er die Wahrsagerin verlässt, guckt er nochmal hoch in sein Büro und sieht da, ja, irgendjemand mit Taschenlampe rumherantieren, und da sind halt zwei Typen in seinem Büro. Wir erfahren nie, wer diese beiden Typen sind. Die tauchen nicht wieder auf, ne? Ne? Und oh, die Schreibe ist halt so geil, Leute. Das ist es halt einfach ran, ne? Diese ganze Schreibe, ne? Im Endeffekt, der Aluminiumverkäufer, die Wahrsagerin und der alte Mann, ne? Haben mit allem, was an diesem Tag passiert ist, ihn nur versucht, hoch zur Klippe zu locken, ne? Ne? Und obwohl ihm das eigentlich alles scheinbar am Arsch vorbeigegangen ist, ist der ja nun am Ende an dieser Klippe, ne? Und diese Ich-Erzählung einfach, wie Lawrence alles aus seiner Sicht erzählt, das hat halt wirklich diese Sin City-Vibes, selbst wenn es zum großen Showdown kommt, ne? Immer noch diese Sin City-Vibes, und wir haben immer noch diese Leck-mich-am-Arsch-Einstellung von ihm, ne? Boah, es ist so geil. Ey, ich weiß nicht, wie man überhaupt darauf, auf sowas kommt. Vor allem noch weniger, wie man das überhaupt in Textform niederschreiben kann und in Bildform. Aber Neil Gaiman hat es ja scheinbar geschafft. Aber sowas von, also das ist Hammer. Ne? Gut, und naja, Neil Gaiman ist halt kein einfacher Autor. Darüber brauchen wir nicht reden. Neil Gaiman schreibt sehr verworren und sehr unübersichtlich, und man weiß ganz oft nicht, was am Ende los ist, ne? Und hier trifft es eigentlich auch einen großen Teil zu. Viele Sachen sind halt Anspielungen, unter anderem auf H.P. Lovecraft. Und ich hätte das auch alles, ehrlich, ich hätte es nicht gewusst. Da war das Closar für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben zwei Seiten, sehr ausführliches Closar und auch manchmal wirklich ausführlich, ne? Hier wird nämlich irgendwo das Gedicht der Krake rezensiert. Nicht rezensiert, wiedergegeben jedenfalls, ne? Ein bisschen verändert, und hier haben wir dann einfach mal kurz an so den Teil des Hauptgedichtes halt, das, was da halt verändert wurde, nur halt in richtiger Form, ne, dann eben die unterschiedlichen Punkte, die halt jetzt mit H.P. Lovecraft zusammenhängen werden, ordentlich erklärt, ne, aber auch einfach so ein paar Wortspiele, ne, wie zum Beispiel Wolf, nicht Werwolf, sondern War, Kriegswolf, ne. Darauf gehen wir kurz ein, ne? Da gibt's eine Stelle, wo man halt weiß, hey, sieht, dass Lawrence Haare in der Handinnenfläche hat, was auch ein schönes Wortspiel ist, was uns ja auch ganz ausführlich erklärt wird, was eigentlich mittlerweile eigentlich jeder wissen sollte, ne? Ja, also auch, also ich war auf das Closar angewiesen, ne? Also es war wirklich sehr, sehr hilfreich, um dieses Werk am Ende doch noch irgendwie wirklich richtig fassen zu können. Das muss ich einfach dazu sagen. Ne, aber auch so, die Schreibe ist so geil. Also ich wirklich, vor allem diese Ich-Erzählung halt von diesem Typen mit der Leck-mich-am-Arsch-Einstellung macht das Ding so genial. Also riesige Empfehlung aus meiner Sicht für dieses Werk. Also, ne, was ich halt wirklich schade finde, dass halt das Titelbild hier eben, dieses Titelbild einfach zu viel vorwegnimmt. Das ist halt schade, weil man dadurch schon weiß, ziemlich, also sofort klar ist, was es mit Lawrence auf sich hat, ne? Hätte man dieses Titelbild nicht gehabt und dann diese ersten Seiten mit dem Aufstehen gehabt, das wäre ja eine ganz andere Wirkung gewesen, ne? Wenn du nicht weißt, was los ist, und dass sich dann durch die ganzen Anspielungen wie Hair of the Dog und diese kurze Lycanthropoi Sache dann erst so ein bisschen in deinem Kopf sich entwickelt, ne? Wenn du dann erst so langsam kommst, wäre es natürlich noch ein Tick geiler gewesen, ne? Ja, also wie gesagt, Titelbild finde ich halt hier die schlechteste Wahl, ne? Aber die Story trotz allem mega genial. Also, boah. Also wer auf verwirrende Sachen steht, das ist euer Werk, auf alle Fälle. Dann habe ich aus dem Hause Splitter dabei, Sleeping Beauties. Der Verlag hat mir das netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Ist eine Adaption eines Stephen King und Owen King Romans, eben namens Sleeping Beauties, ne? Und wurde hier adaptiert von Ryu Yus als Autor und Allison Sampson als Zeichner oder Zeichnerin. Ich weiß es halt jetzt nicht. Ich denke aber mal, dass sie weiblich ist. Ja? Und der Stil ist echt was Besonderes. Ich finde den geil. Ich hätte hierbei auch nicht unbedingt amerikanisch gedacht. Ich hätte hier jetzt mehr an einen franco-belgischen Stil gedacht, wenn nicht halt so viele Action-Panels drinne wären, ne? Es ist halt, es ist was
ganz anderes einfach, als man sonst so aus dem amerikanischen Raum gewohnt ist, ne? Ich find's geil, ich find's geil. Es hat so seinen ganz eigenen Stil, ne? Ja, und im Endeffekt kann man sogar sagen, das hat so ein paar Parallelen zu unserem aktuellen Weltgeschehen, denn ja, wir beschäftigen uns mit einer Pandemie. Und zwar einer ganz besonderen Krankheit, die man Aurora genannt hat, nach Dornröschen, ja? Also Disneys Dornröschen, ne? Die ja auch Aurora heißt, ne? Ja, und nach der hat man halt diese Krankheit genannt, weil hier reihenweise Frauen in Tiefschlaf fallen. Ja. Aber nicht einfach nur in Tiefschlaf, während sie schlafen, ja, wickelt sich um ihren Kopf, ja, Fäden, eine Art Kokon. Ne? So. Und die wachen nicht wieder auf. Wenn man jetzt diese Frauen gewaltsam versucht aufzuwecken, ich habe gerade die passende Szene wie hier zum Beispiel, wo der Sohn halt sich Sorgen um seine Mutter macht und da einfach nur in den Kokon greift und den Kokon entfernt, ja, wachen die Frauen wie ein Berserker auf und töten ihre Liebsten und legen sich dann hin und schlafen einfach weiter. Okay, geht schon an der Stelle richtig heftig los, ne? Und ja, wir befinden uns jetzt in der kleinen Stadt Doling. Und hier lernen wir die Sheriff Lila Nacross kennen, die halt für Recht und Ordnung sorgt, ne? Alle sind hier halt unterstellt. Und sie muss jetzt dieser Stadt mit dieser Pandemie klarkommen, ne? Nur ist zeitgleich irgendeine Irre unterwegs gewesen, die so ein paar Drogenpuncher einfach mal kurzerhand umgebracht hat. Und diese junge Frau wird kurz drauf von der guten Lila festgenommen und ins Gefängnis gebracht, wo ihr Ehemann Clint als Arzt eingestellt ist und als Psychotherapeut und leider dann zum Gefängnisdirektor ernannt wird, weil die Direktorin auch an Aurora erkrankt und einschläft und vom Vizedirektor keine Spur. Also muss er halt jetzt das Kommando hier über das Frauengefängnis übernehmen. Ne? Die gute Frau hier ist auch was ganz Besonderes. Die schläft. Die schläft ganz normal und wacht ganz normal auf. Das ist ja absurd. Ne? Ohne dass sich Spinnenweben um sie bilden, ne? Und obwohl darüber natürlich außerhalb des Gefängnisses nicht gesprochen werden soll, gerät das natürlich an die Öffentlichkeit, ne? In Doling, ne? Und das sorgt dann natürlich dafür, dass schon ein paar Leute diese Frau haben wollen, denn sie hoffen sich, dass sie aus der jungen Dame ein Antigen gegen die Aurora-Seuche bekommen können, ne? In der Zwischenzeit schläft aber auch die gute Lily ein, ne? Und das heißt, ja, die Polizei steht mehr oder weniger kopflos da. Und naja, es kommen ein paar sehr fragwürdige Männer dann dort an die Macht, ne? Puh, all das Ding geht ab, ne? Und es hat auch wieder so eine klare Botschaft, denn alles, was hier drinnen passiert, würden wir in dieser Situation sein, halte ich für mehr als glaubwürdig. Denn einfach ran zeigt sich wieder, dass das wahre Böse der Mann ist. Und ja, ich bin halt in der Hinsicht ehrlich, das war ja auch schon bei dem Comic Im tiefen, tiefen Wald von Joe Hill so, dass halt das für mich halt bis zum Ende glaubwürdig ist, dass ähnliche Sachen halt passieren würden, dass halt die Mehrheit der Männer durchdrehen würde, auf nicht schöne Art und Weise. Ne? Wir merken, dass dann hier natürlich auch erstmal irgendwelche Flacherdler auftauchen, die dann erstmal kurzer Zeit behaupten, ja, die schlafenden Frauen würden beim Ausatmen irgendeinen Giftstoff ausatmen, der jetzt die Männer krank macht, ne? Weswegen dann irgendwer anfängt, naja,
die schlafenden Frauen zu verbrennen, also irgendwelche Bürgerwehren. Ne? Am Ende stellt sich heraus natürlich, dass das halt Flacherdler-Scheiße war, dass irgendein Attila Hildmann sich die Scheiße ausgedacht hat und alle Leute das geglaubt haben, ne? Aber es war halt alles fake. Aber natürlich glauben mittlerweile so viele daran, dass halt weiterhin Frauen verbrannt werden. Ne? Ist ein großes Problem. Fake News. You know, we solve a lot of problems. Ich sah hier vom ganzen Erzählrhythmus viele Parallelen erstmal zu Stephen Kings The Stand. Mag dem einen oder anderen jetzt nicht ganz klar sein, ich meine jetzt nicht wegen der Pandemie, sondern vom Storyaufbau. Erstmal alles ein bisschen normal, wir lernen alle unsere Charaktere kennen, die auch alle eigentlich, fast alle erstmal anscheinbar gute Charaktere sind, aber wir kriegen dann auch mit, dass eben diese dann korrumpieren. Ne? Da denke ich zum Beispiel an Harold. Harold? What the hell are you doing? Don't screw with my disco, Nadine. Oder, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der im Gefängnis saß, der eigentlich eher auch einen guten Anschein macht, ne, ein paar Fehler begangen, ne, aber eben auch vom Mann in Schwarz halt immer mehr korrumpiert wird. Ne. Und das habe ich hier halt auch ganz oft das Gefühl, also ganz viel vom Erzählrhythmus erinnerte mich daran. Ne. Wir haben klar unsere Figuren schon mal aufgestellt, die versuchen, die Frauen wieder zu erwecken, und wir haben ganz viele, die irgendwo dazwischen stehen, ne, die jederzeit kippen können, und wir haben halt Leute in der Polizei, die halt alles für sich manipulieren. Ne. Dazu eben, wie wir schon sehen, auf der Welt brechen die Flacherdler aus. Ne. Ich impfe mich jeden Tag mit einer schönen Dosis Bier zum Beispiel. Also ich lebe da regelmäßig von. Und verteilen ihr Gift, was eben auch schon dafür sorgt, dass eben einfach Frauen verbrannt werden. Ne? Nerd mit Nadel hatte es beim Comic Talk auch so schön beschrieben, dass Stephen King und Owen King ja die Geschlechtsgenossen nicht besonders positiv wegkommen lässt. Und das ist halt auch die Botschaft dieses Dings. Darum sage ich halt auch wieder, ähnliche Botschaft wie im tiefen, tiefen Wald von Joe Hill, wobei es ja nicht von Joe Hill geschrieben war, sondern nur unter dem Hill House Label erschienen, wo das genau dieselbe Botschaft ist. Der Mann ist triebgesteuert, wenn der Mann Angst hat, verfällt er in die Triebe, wenn er sich Sachen nicht sachlich erklären kann, reagiert er, und das erleben wir halt immer wieder hier mit, wie sich nach und nach eben aus Angst Wahn verbreitet oder wie eben bestimmte Personen, die halt wirklich von Anfang an negativ belastet sind, halt ja immer mehr ihre Macht dann ausnutzen, um andere fertig zu machen. Ne? Und wie natürlich auch Leute einfach mal aus Spaß einfach sagen, hey, komm hier, da ist gerade eine, die schläft, das kriegt keiner mit, lass uns die anzünden. Ne? Also wir sehen halt wieder die Abgründe der männlichen Seele. Ne? Was eben im Endeffekt auch ein oft genutztes Horrorelement von Stephen King ist, wenn man es genau betrachtet. Ne? Ich finde es richtig geil. Wie gesagt, ich sehe vom Erzählrhythmus viele Parallelen zu The Stand. Ne? Und an die junge Dame, die halt nicht schlafen kann, bei der habe ich eigentlich einige Parallelpunkte auch zu Randall Flagg gesehen. Am Ende wird das so ein bisschen anders aufgelockert, ein bisschen verdreht, wobei das dann schon wieder so ein bisschen andere Tendenz kriegt, aber so wie sie am Anfang auftritt, ne, denke ich halt wirklich auch hier an Randall Flagg. Was dieses Comic auch macht, und das halte ich für sehr besonders, ist Tierdarstellung. Wir erleben zum Beispiel mit, wie ein Fuchs, der stirbt, auf dem Weg zum Mutterbaum ist. Und dieser Mutterbaum hat halt auch irgendwas mit der Aurora-Seuche zu tun. Ne? Und unterwegs unterschiedliche Tiere trifft, ne? Die aber eindeutig ins Jäger- und Beuteschema passen. Ne? Also sprich, der Fuchs trifft auf Tiere, die ihn normalerweise fressen würden, vor allem wenn er schwer verletzt ist. Und sie lassen ihn aber alle einfach so zum Mutterbaum streifen. Ne? Und bei dem Tiger dachte ich auch persönlich jetzt hier, den ihr hier seht, auch irgendwo ein bisschen an Merlin aus Stephen Kings Wind. Ne? Also ich fange hier halt schon wieder an, meine dunkle Turm-Gedanken zu spinnen, aufgrund des Comics, was eigentlich theoretisch so gut wie nicht möglich sein dürfte. Ne? Aber ich merke halt da eben schon diese paar Punkte, die halt für mich sehr passend sind. Ne? Ja, und ich müsste halt dann mir irgendwann doch nochmal das Buch besorgen, aber irgendwie gab es da Probleme mit dem Hardcover. Da habe ich damals ganz viele
Kommentare gelesen, dass da irgendwelche Probleme mit Rechtschreibfehlern auf mehreren Seiten waren. Also, dass das wohl unlesbar da an dieser Stelle ist. Ne? Aber also das macht jedenfalls viel Spaß. Also, ich freue mich auf den zweiten Band. Das ist richtig gut. Ne? Wurde ja so oder so mal wieder Zeit, dass irgendwie Stephen King mal wieder was kommt. Ne? Es ist ja lange her, dass wir einen ordentlichen Stephen King-Adaption hatte. Ne? Ich würde auch gerne den Dunkle Turm mal weiterlesen. Da könnte auch neue Comics kommen. Ne? Aber top. Top an dieser Stelle, sage ich einfach. Ne? Also, ja, gerne mehr. Und wenn wir schon bei der Familie King sind, dann dürfen wir natürlich Joe Hill nicht vergessen. Nein, doch. Oh. Der ja bei DC, um genau zu sagen, beim DC Black Label, ein ja, Unterverlag hat oder ein Imprint hat namens Hill House Comics, in dem er selbst Comics präsentiert, von ihm geschrieben oder eben von anderen Autoren. Also zwei Comics aus dieser Wave stammen von ihm, nämlich Das Schiff der lebenden Toten und Ein Korb voller Köpfe. Und die anderen drei waren von anderen Autoren, die er einfach nur präsentiert hat. Ne? Und ich habe jetzt schon im tiefen Wald gelesen, was ich richtig abgefeiert habe, einfach auch von der Botschaft. Es hatte halt einen feministischen Unterton, ne, und zeigte uns halt am Ende, was das wahre Monster ist, obwohl wir in einer Ortschaft sind mit Hexen, Waldmonstern, hautlosen Typen, und im Endeffekt ist das wahre Monster einfach nur zu menschlich, und ich habe es gefeiert. Ne? Und das Puppenhaus spielt auch so mit den Erwartungen genial. Also fand ich schon beide richtig genial, ne? Und dementsprechend wollte ich hier dranbleiben, ne? Und ja, jetzt habe ich hier Das Schiff der lebenden Toten, welches mir Panini als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und das hat so 80er Jahre Horror-Movie-Flair und vielleicht sogar Science-Fiction-Horror-Movie-Flair, ne? Das trifft so am ehesten. Vielleicht solltet ihr so ein bisschen an Alien denken. Das trifft so am besten. Ich glaube, das Beispiel, was King gebracht hat, ist nochmal was anderes gewesen. Aber das war halt ein Film, den ich selbst nicht kenne. Das Ding aus einer anderen Welt ist hier mit Vorlage, aber auch halt auch Alien. Ne? Und ja, für Alien finde ich passend, ganz klar. Ne? Nur eben etwas irdisch angesiedelt, nicht mitten im Weltrand. Ne? Wir haben nämlich, ja, ein Bergungstrupp, ne, ein privates Bergungsunternehmen und eine große Firma, geht dorthin und sagt, jo, wir haben da ein Schiff, das ist vor 40 Jahren gesunken, das müssten wir unbedingt heben, ne? Wir können aber unsere eigenen Leute nicht so ganz losschicken, das ist nämlich nur so teillegal, es ist zwar unser Eigentum und es liegt auch in internationalen Gewässern, aber irgendwie Russland lässt da Ansprüche gültig machen, dass dieser Teil des Meeres trotzdem zu ihnen gehört. Und es würde halt einen Konflikt geben, wenn man da mit unseren großen Schiffen gehen. Wir würden euch anheuern, wir würden euch gut bezahlen, ne? Sie und ihre Crew, ne? Ja, und die Bezahlung ist gut. Also brechen sie nun dorthin auf. Hier ist das versunkene Schiff. Und daneben ist ein großer Krater, der ist wichtig, ne? Ja, dieses Schiff hat nun nach 40 Jahren endlich wieder ein Notsignal von sich gegeben, wodurch man endlich dieses Schiff ausfindig machen konnte, ne? Und jetzt bricht halt die Crew auf, eben, ja, dieses Schiff zu bergen, ne? Vor Ort angekommen ist es aber schon spät, also was machen sie? Sie gehen erstmal an Land, vor Ort, und bauen sich dort ein Lager auf, wollen dort übernachten, ne? Als ein Mitglied der Crew eine Leiche findet, die auch erstmal noch spricht. Und auch den Namen der jungen Dame hier kennt. Ja, schon sehr verstorben. Sie holten natürlich dann den Rest ihrer Crew dazu, um zu sagen, hey, hier ist eine sprechende Leiche, schaut euch das an. Mittlerweile ist es nur noch eine normale Leiche. Sie wird zum Bergungsboot gebracht, ne, und ja, soll dort erstmal verwahrt werden. Ne? Der Rest der Crew bleibt aber auf der Insel und schaut sich hier um und versucht halt herauszufinden, was da los ist mit dieser Leiche. Denn ja, der Tote trägt die Uniform der Rokoko-Gesellschaft, der halt eben auch das gesunkene Schiff gehört. Und es liegt halt nahe, dass der zur alten Crew gehört. Dabei ist aber dann die Frage, ja, wieso 40 Jahre sind seitdem vergangen, wieso wurde der bisher nicht gefunden? Ne? Und während die hier auf dieser Insel sich umschauen, ne,
finden sie plötzlich die komplette Crew des alten Forschungsschiffes. Alle keinen Tag gealtert. Naja, nur ein bisschen sehr bleich geworden. Und ihnen fehlt die Augen. Ne? Und ja, diese... Naja, ich sag's jetzt mal, das Ding heißt nicht umsonst das Schiff der lebenden Toten. Diese Toten haben Geschenke. Der eine kriegt einen Walkman, mit dem er halt Gedanken von anderen Wesen lesen kann. Ne? Sehr schön, ne? Und ein anderer kriegt einen Stein, den jeder haben will, sobald er ihn sieht. Also er hält ihn ganz fest in seiner Hand, dass niemand ihn sieht. Aber würde er die Hand öffnen und jemand würde die sehen, dann wollen alle diesen Stein haben. Spoiler, genau das passiert natürlich dann auch dann mittendrin. Also, richtig genial. Diese Geschenke gibt's aber natürlich nicht für lau. Die Toten wollen was dafür. Das sehe ich ja nicht, ne? Und kriegen sie das nicht mit Geschenken, dann auf andere Art und Weise. Ne? Also, das ist richtig tolle Unterhaltung. Hat Verbindung auch zum Cthulhu-Mythos. Also man hat den hier ein bisschen adaptiert, ein bisschen umgeschrieben, aber das steckt dann hier eben auch ein bisschen drin. Da sind wir schon wieder bei Neil Gaiman von vorhin. Ne? Also irgendwie schließt sich hier der Kreis. Ich muss aber dazu sagen, jetzt Tiefe, Wald und Puppenhaus, die hatten ja ein bisschen auch Tiefgang, also ein bisschen Interpretationsspielraum, ne? Hat mit den Erwartungen gespielt. Das ist halt einfach wirklich einfach nur eine unterhaltsame, gute Horrorstory. Super geiler Film, aber jetzt Interpretation, finde ich, ist jetzt hier nicht so viel. Also wie jetzt mit dem tiefen Wald, wo du versuchst dann zu verstehen, jo, wer ist denn nun das wahre Monster, ne? Und was geht denn so? Das habe ich jetzt hier nicht gehabt und auch keine Botschaft jetzt wirklich gemerkt, dass jetzt... Ne? Das ist einfach eine geile Science-Fiction-Story, gut geschrieben, sehr modern, hat geile Witze. Ne? Also dafür ist das Ding sich nicht zu schade. Man merkt auch hier irgendwie den Humor eines Stephen Kings an. Also ich habe ja manchmal echt das Gefühl, dass Joe Hill, nicht Joe Hill ist, sondern Stephen King hier einfach selber schreibt und seinen Sohn einfach nur den Namen drauf klatscht, ne? So als Richard Bachmann 2.0. Ne? Nicht ist so nötig. Es hat Spaß gemacht. Einfach sauunterhaltsam, ne? Kriegt auf alle Fälle auch eine Empfehlung, ne? Unterhaltsame Horrorgeschichte geht immer. Wäre auch ein richtig geiler Film, würde ich sagen. Wie gesagt, hat so Alien-Vibes für mich gehabt, ne? Hat aber auch ein bisschen Mysterium, ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist der deutsche Name. Also ich würde auch sagen, das ist der einzige Band aus diesen Joe Hill-Sachen, wo Panini wirklich den Titel versaut hat, weil Schiff der lebenden Toten, ja, passt vielleicht ein bisschen, nimmt aber auch so viel vorweg. Und so ganz passend tut's halt auch nicht, das muss man auch dazu sagen. Es ist halt eben doch nochmal was anderes, ne? Und im Englischen heißt das Ding Plunge und ich habe nachgeguckt, das würde übersetzt sowas wie Stürzen heißen. Und das würde ich ja schon ganz anders feiern, ne? Und ja, ich hätte vielleicht einfach das Ding vielleicht einfach Plunge, Schiff der lebenden Toten genannt. Also wirklich trotzdem Plunge gelassen und Schiff der lebenden Toten, wenn sie es drauf haben wollen, als Zweittitel genommen, als Zusatztitel. Ne? Wie sie es bei Daphne Breen auch gemacht haben, wo sie dann Besessen als Zusatztitel gewählt haben. Ne? Also hier, Titel hätte ich anders gemacht. Ne? Aber richtig tolles Ding, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und da werde ich mal reinlesen. Habe ich noch nicht. Freue mich da schon drauf. Ja, dann habe ich von Hill House auch noch dabei ein Korb voller Köpfe, ne? Und ja, hier steht jetzt auch Rezensionsexemplar drauf, ist aber kein Rezensionsexemplar. Das Ding habe ich bei Mediamops gebraucht gekauft und ja, halt ein Rezensionsexemplar gekauft. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, also das ist einfach ein Dick-Move. Da bekommt Arna den Kram kostenlos und verkauft es bei Mediamops weiter. Wenn er wenigstens mal langsam so clever werden würde und es bei Rebuy verkaufen würde, dann könnte er sicher sein, dass es nicht ständig bei mir landet, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas bekomme und ich gehe davon aus, dass es alles vom selben ist. Ne? Wenigstens hat er jetzt aufgehört, hier mit einem Edding drauf rumzukritzeln oder dilettantisch mit einer Feile dran rumzuschaben, weil er das eindeutig nicht hingekriegt hat. Ne? Sollte man vielleicht erstmal an was Wertlosem probieren und gucken, wie man das richtig macht. Ne? Aber am besten, du lässt es alles, aber also lieber so als gar nicht, aber ist natürlich sehr verwerflich. Also Scheiße. Finde ich ganz, ganz schlimm.
sage ich hier einfach auch nochmal, ne? Weil ich weiß, er muss ja ein Zuschauer sein, denn er hat sich ja immer dessen angepasst. Ich habe den Tipp mit dem Pfeilen gegeben und er hat es probiert, aber er hat es so dilettantisch gemacht, dass das mit Edding schöner gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, er soll es einfach lassen und es sofort hinschicken. Und jetzt macht das halt auch so wieder. Also es ist schon mal verursacht weniger Ärger auf alle Fälle, außer dass es halt nach wie vor ein Dickmove ist. Ne? So einen Vollidioten wie dich habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ein Kopf voller Köpfe. Wurde bisher immer so als das Beste aus diesen Hill House Comics bezeichnet, zumindest von den ersten dreien. Würde ich nicht ganz mitgehen, ich würde immer noch im tiefen, tiefen Wald als das Beste empfinden, ne? Und Puppenhaus, ehrlich gesagt, würde ich auch als besser empfinden, aber das Ding ist Unterhaltung. Das ist pure Unterhaltung und wenn ich jetzt halt alle 5 Bände im Regal habe und einfach nur irgendwas lesen wollen würde, wäre es der, zu dem ich wahrscheinlich am häufigsten greifen würde. Weil das wirklich das reinste Unterhaltungscomic ist, einfach Spaß macht von der ersten bis zur letzten Minute. Es hat jetzt aber halt keine großartige Botschaft wie jetzt im tiefen, tiefen Wald. Das ist hier jetzt nicht zu finden. Es ist einfach nur ein Unterhaltungscomic. Ne? Und hier wären jetzt die Vibes von alten Gruselcomics, Horrorcomics, Spukgeschichten aufgegriffen. Das merkt man auch von Anfang an schon vom ganzen Stil. Ne? Wir haben erstmal so ein bisschen Flirty-Flirty. Wir haben eine junge Dame, die ist halt in einer kleinen... ja, eigentlich Insel zu Besuch bei ihrem Freund, der hier als Hilfs-Sheriff gerade gearbeitet hat, als Aushilfspolizist. Eigentlich macht er gerade eine Ausbildung zum Polizist und das war halt jetzt sein Sommerjob, um halt Geld zu verdienen. Und sie ist halt jetzt zu Besuch, ne? Und sie wollen sich noch ein paar schöne Tage machen, weil sein Dienst ist nun hier vorbei. Ja, als als der junge Aushilfspolizist erfahren muss, ja, Gefängnistransport schiefgegangen und 4 Verbrecher sind jetzt hier auf freiem Fuß. 2 Drogendealer, einer, der seine eigene Tochter verkauft hat, seine minderjährige Tochter. Den letzten habe ich vergessen, was der war. Sag mal, nur ein wirklich verstörende Sache, ne? Und nicht so geil, ne? Er bietet natürlich sofort seine Hilfe aus, aber der Chef sagt, nee, mach du dich lieber mal zu mir nach Hause, weil er auch dort halt wohnt, dass jemand da ist und ein bisschen auf meine Frau aufpasst. Ich mache mir zwar nicht so viel Sorgen, die werden einfach nur abhauen, aber sei mal lieber dort, ne? Und er geht nun eben dorthin und kurz drauf kommt ein Anruf, jo, hey, hier, einer unserer Polizisten hat einen Unfall, als er gerade die Flüchtigen verfolgt hat. Die sind mit einem Boot abgedampft, also die werden wir nicht mehr sehen, aber jetzt ist ja einer tot. Meine Frau müsste mal losfahren und die böse Nachricht überbringen, wodurch nun halt der Aushilfspolizist und seine Freundin jetzt alleine sind. Ne? Und dann rappelt's im Haus. Ne? Es gibt Geräusche und es laufen Typen mit Sträflingsuniform. Kleidung durchs Haus und ja, keine Ahnung, was die wollen. Eigentlich hieß es ja, die sind mit dem Schiff weg. Und jetzt wird das so richtig, richtig geil, ne? Und es ist einfach nur geil! Sie versteckt sich. Ihr Freund wird von den Sträflingen mitgenommen. Entführt. Sozusagen, ne? Weil er irgendwas weiß, aber es nicht ausspuckt und, ne? Er wollte sie aber von dort weg locken, ne, damit sie dort in Sicherheit ist. Aber einer ist zurückgeblieben. Ne, aber sie hat Glück. Hier der Sheriff, der sammelt halt Wikinger-Antiquariate. Und ja, sie findet dort eine Axt, ne, mit der sie halt nun eben den zurückgebliebenen Sträfling den Kopf abhackt. Mit dem Kopf! Der ist aber danach nicht tot. Der Kopf quasselt weiter.
Und das ist natürlich total absurd und das meine ich halt damit, das hat halt diese Spukgeschichten-Vibes. So eine Absurdität ist das eigentlich, aber was daraus gemacht wird, ist so genial, weil man jetzt eben versucht aufzuklären, was für ein Geheimnis der Aushilfspolizist hat. Ne? Und dies hat er auch eben vor seiner Freundin geheim gehalten und sie versucht jetzt halt, ihren Freund zu finden und wird immer tiefer in diese Geheimnisse gezogen. Aber am Ende ist dieses Geheimnis nochmal eine ganze Nummer anders, als man jetzt die ganze Zeit gedacht hat, weil es am Ende so eine geile Pointe hat. Wie gesagt, reinste Unterhaltung. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man das gut filmen könnte. Wenn man das verfilmen würde, das wäre Trash. Da bin ich mir ganz sicher, das würde nur ein B-Movie hergeben. Ne? Anders als das Schiff der Toten. Aber in meinen Augen auf alle Fälle das unterhaltsamste Comic bisher, also von dieser ganzen Joe Hill Wave. Also wirklich reinste Unterhaltung, ich feiere es. Ne? Also das wäre das, wo ich halt immer am ehesten zugreifen würde, wenn es nur ums Lesen geht. Ne? Botschaft ist ganz klar bei anderen Sachen mehr gegeben, aber unterhaltungsmäßig ist das das Beste. Dann habe ich hier jetzt auch das letzte Hill House Comics, Daphne Breen besessen. Geschrieben von Laura Marx, gezeichnet von Kelly Jones. Nee. Sehr düsterer Zeichner auf alle Fälle. Sehr düsterer Zeichner. Es gibt ein paar Szenen, die ich nicht so geil fand vom Artwork, aber im Großen und Ganzen sehr stimmungsvoll. Und die gute Laura Marx zeigt uns halt im Endeffekt auch wieder richtig geilen Horror. Und zwar in der Vergangenheit angesiedelt. Wir befinden uns 86 in New York. Ne? Ich finde schon diese Szene so geil. Du siehst ja einen alten Mann, der einfach aussieht wie ein Zombie. Es ist kein Zombie, aber so gibt schon gleich Stimmung. Und wir lernen hier die gute Daphne kennen. Hier, 14 Jahre alt, junges Mädchen, geht auf natürlich Mädchenschule. Vater ist frisch verstorben, was natürlich finanziell sehr schlecht ist. Witwen und Waisen kommen nicht so gut an in der damaligen Zeit. Ich habe hier Knick drin, wusste ich gar nicht so. Die Mutter gibt vor allem ihr ganzes letztes Geld für irgendwelche Seancen aus, weil sie halt ja nicht mit klarkommt, dass ihr Ehemann tot ist. Ne? Und das Mädchen, die 14-jährige Daphne, wird auch noch von den Mitschülern gehänselt, weil, hey, dein Vater ist tot. You're a goody little two-shoes. You're a goody little two-shoes. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, aber scheinbar war das damals halt noch lustig. Ne? Also sie ist halt wirklich traurig, sie fühlt sich einsam, ne? Und ihre Mutter überredet sie dazu, mal mit zu einer Seance zu kommen. Ne? Und irgendwas passiert bei der Seance. Ne? Sie glaubt natürlich, dass es alles Quatsch ist. Hans? Und nach dieser Seance, bekommt sie plötzlich ganz komische Träume. Von einem jungen Mann, der sich als ihr Bruder vorstellt. Und ja, ihr mitteilt, ich bin jetzt immer für dich da, ich begleite dich. Wir beide wären die besten Freunde. Und dann da an wird alles halt immer verrückter. Ne? Die Mutter driftet immer mehr ab in diese ganze Seance-Kram. Aber auch da merken wir ganz schnell, dass da irgendwas nicht stimmt, als Mutter scheinbar unter Drogen gesetzt wird, ne, und dann plötzlich von einer Gruppe Satanisten vergenusswurzelt wird, ne. In der Schule passieren rund um Daphne jetzt sehr, sehr merkwürdige Sachen. Alle haben plötzlich Angst vor ihr, ne. Und sie versucht nebenher aber halt auch noch ihre Mutter aus dieser Welt, dieser Seancen herauszuholen, ne. Richtig geil. Ne? Und die Zeichnung. Es sind nicht alle ein Hammer. Gleich vorweg. Aber der Zeichner schafft es halt wirklich, Düsternis reinzubringen. Ich sag mal, hier habt ihr so eine schöne Szene. Das ist eigentlich eine ganz normale Szene am Tag. Aber man packt hier eine Katze hin, die gerade einen Vogel im Maul hat. Ne? Solche Szenen. Oder eine Hauswand, der Hintergrund, einfach eine Hauswand, wird zu einer Art Gesichtern, ne? Wird einfach zu einem verstörenden Bildnis. Und das haben wir halt ganz immer. Wir haben in den ganz normalen Szenen halt schon immer irgendwas, was so leicht verstörend im ganzen
Aufbau ist, ob es nun der Schatten ist, der fällt, ob es irgendein Detail im Hintergrund ist, ne? Und natürlich dann natürlich, wenn halt wirklich verstörende Sachen passieren, die natürlich auch übertragen werden. Also wir haben eine richtig geile Bildsprache. Wie gesagt, die Zeichnungen sind nicht off point. Ganz ehrlich, die Ehrlichkeit möchte ich haben, aber sie passen halt zu diesem Werk, ne? Ja, und das ist auch wieder so ein Werk, da geht's so ein bisschen um was. Also da ist auch wieder ein bisschen Interpretationsfreiheit drinne. Erstmal spielt diese Geschichte halt, ja, zu einer Zeit, wo Frauen halt noch keine Rechte hatten. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt und wir gehen halt auch darauf ein, dass Frauen halt wertlos waren. Starb der Mann, war die Frau im Regelfall mittellos, ein bisschen was Erspartes. Aber es konnte halt auch jederzeit sein, dass sie halt ihr Besitztum verloren hat, weswegen ja dann eben Witwen auch, vor allem guthabende Witwen, sich schnellstmöglich wieder irgendeinen Partner gesucht haben. Das wird hier drin halt auch mit aufgegriffen, ne? Auch generell halt das Thema Unterdrückung, ne, zusätzlich, und das fand ich halt ganz, ganz wichtig, einhergehend mit dem ersten Albtraum, den die gute Daphne hat, bekommt sie ihre Tage. Blop, 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 blop. Und sie weiß gar nicht erstmal, was das ist. Das heißt, wir kriegen ihre Angst vor der Veränderung in ihrem Körper mit, ne? Müssen das aufarbeiten. Und ja, gleichzeitig verändert sich ja ihr Körper auch noch weitaus mehr. Wir haben ja nicht nur denn das Thema mit ihrer einhergehenden Pubertät, ne? Sondern dass sie ja auch plötzlich Kräfte hat, dass Sachen auf sie reagieren, oder besser gesagt eben auf ihren Bruder, der in ihr drinne steckt, und dass das ja Auswirkungen auf ihre Umwelt hat und dass sie halt auch die Umwelt plötzlich ganz, ganz anders wahrnimmt. Ne? Die sehen ja auch alle so nach Body-Horror aus. Ich wäre mir zum jetzigen Zeitpunkt uneinig, ob ich im tiefen, tiefen Wald als das Beste empfinden würde oder Daphne Byrne. Zusätzlich endet Daphne Byrne auch so, dass es nochmal fortgesetzt werden kann, was auch nochmal interessant ist. Das heißt, es könnte noch wenn es irgendwann eine zweite Wave geben soll, und das wurde halt, wie gesagt, im Interview hinten im Schiff der lebenden Toten wird es angekündigt, dass das hier halt jetzt nur eine Wave war, ne? Das sprich, also noch eine weitere Welle kommen könnte, könnte man das halt auch nochmal fortsetzen, ne? Aber der fand ich richtig geil, hat richtig gut Stimmung rübergebracht, ne? Riesige Empfehlung auch von meiner Seite. Mein Fazit generell zu den Hellhaus-Sachen ist, ich fand sie alle geil. Jedes Ding ist aber sehr eigen. Jedes Ding macht so sein eigenes Horror-Ding. Jedes Ding entscheidet sich auch, ob es jetzt einfach nur unterhaltsam sein will, also unterhaltsamer Horror sein will, oder ob es noch eine Botschaft mitbringen will, ne? Also es gibt keine klare Formel für diese Hill House Comics. Was es auch sehr schwer macht, diese Dinge untereinander zu vergleichen, ne? Weil alle sagen ja immer, ein Korb voller Köpfe ist das Beste. Ich sag mal, es ist das Unterhaltsamste. Aber als das Beste würde ich im tiefen, tiefen Wald oder Daphne Byrne jetzt ansehen. Ich persönlich, ne? Weil das für mich halt ein bisschen andere Thematik hat, ein paar Botschaften hat. Ne? Daphne Byrne nochmal mit den Zeichnungen, die nochmal sehr geil düster sind, auch wenn sie nicht immer off point sind. Wie gesagt, habe ich gesagt, also es gibt immer mal so ein paar Zeichnungen, die nicht so geil sind. Es funktioniert. Ich habe riesen Spaß damit gehabt. Also auch da einfach riesige Empfehlung für Daphne Byrne. Ja, dann ist jetzt sind jetzt bei uns die Inzidenzen so gefallen, dass ich jetzt endlich wieder ganz, ganz normal arbeiten darf. Was halt aber auch einen kleinen Nachteil hat. Das bedeutet nämlich, dass es einen Tag gibt, wo ich erstmal frühest 2 Stunden hatte, dazwischen dann 4 Stunden sozusagen Pause und dann erst wieder Arbeit hatte. Und mir ist es halt so, ich habe kein Auto, ich fahre dann auch nicht nach Hause. Und selbst wenn ich ein Auto hätte, würde ich nicht nach Hause fahren. Also habe ich mir mal mit an die Arbeit ein paar der gratis Comics mitgenommen, die ich ja immer so von Mr. Wallace zugeschickt gekriegt habe. Sie müssten auch alle von Mr. Wallace sein. Ich kriege auch manchmal welche mit, wenn ich in irgendeinem Comic-Shop irgendwo was bestelle, liegen die mir manchmal auch was dabei. Aber ich glaube, die waren jetzt alle von Mr. Wallace. Da hat er mir eher U-Comics reingepackt, ne? Zum Thema 1984. Ich hatte das erstmal gar nicht wahrgenommen, ne? Er musste es mir dann später nochmal sagen, ne? Da besteht's hier drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht wahrgenommen habe, ne? 30 Jahre nach 1984, ne? Und hier haben wir jetzt eine ganze Sammlung kleiner Kurzgeschichten, ne? Die halt uns, ja, Überwachungsstaat nahebringen und die parodieren, aufgreifen. Manche auch sich wirklich sehr nah an aktuellen Zeitgeschehnissen erinnern. Wir haben hier zum Beispiel eine, die halt wirklich Technik aufgreift, dass man halt ja freiwillig sich sozusagen in den
bei Facebook und Google und Kukaki überall freiwillig seine Daten preisgibt, ne? Das wird hier aufgegriffen, wie einer halt dann dagegen ist und hier ist es doch gleich ganz am Anfang. Und dann eben von sich aus sozusagen das ganze Netzwerk zerstört und damit den Menschen eigentlich die Freiheit wieder gibt. Ne? Dann gibt es ja auch eine Steampunk-Geschichte, wo dieses Überwachungsthema in die Vergangenheit gesetzt wird. Ne? Es gibt auch ein paar einfach nur Gag-Stories. Ne? Veras Duft fand ich auch ganz interessant, weil das passt auch wirklich ins Umfeld von 1984. Wir haben hier halt Menschen, die halt in engen Behausungen wohnen. Wir haben es hier scheinbar auch eben mit Proleten zu tun. Das ganze Ding ist zwar nach Deutschland versetzt, weil wir haben ja Angela Merkel, aber eben alle stehen unter Überwachung, alle müssen funktionieren, ne? Alles muss klappen. Ne? Und da taucht dann eine junge Dame auf, die scheinbar ein bisschen verquer ist, die Parfüm benutzt, was halt nicht so gut ist, und die scheint sich halt in den männliche Hauptfigur hier verliebt zu haben. Aber er sieht darin halt nur Gefahr, dass er halt dann eliminiert wird vom Staat, vor allem nachdem er mit dem Parfüm in Berührung kam und er dann halt gejagt wird. Ne? Also hier gibt es richtig viele geile Geschichten. Oder hier ein Roboter, ja, der sozusagen die Social Medien durchkämmt hat und da ein paar Schlagwörter gefunden hat, ne? Die von irgendeiner Bombe berichten und von Explosionen, ne? Und vom Krachen lassen, ne? Und foltert jetzt hier einen jungen Mann, der einfach nur sagt, ey, das war alles nur ein Scherz, wir haben Silvester, wir haben von Silvester geredet, und der Roboter versteht das nicht und foltert den dann zum Tode, ne? Also hier sind wirklich viele coole Ideen drin, ne? Auch die letzte Seite ist eine richtig coole Idee. Wir sehen hier einen, ja, irgendeinen Außerirdischen, der irgendwen beobachtet, ne? Und im Endeffekt beobachtet er sich selbst. Er drückt am Ende irgendeinen Knopf, um dann eben den Beobachteten auszuschalten und knockt sich dadurch dann selber aus. Es ist also ein paar richtig geile Ideen drin. Ein paar für mich sind politisch nicht so gut. Ne, die kommen nicht ganz so gut bei mir persönlich an. Wahrscheinlich, weil meine politische Gesinnung mittlerweile halt relativ klar ist, denke ich. Deswegen ich hier so ein paar Sachen als nicht so geil empfand. Ne? Also wie zum Beispiel, ja, warum war da Merkel zu sehen als eine, die hier halt für die Unterdrückung steht, was ja schon mal überhaupt nicht funktioniert. Klar, es ist nur ein Comic, es ist eine Parodie auf das Ganze. Nur Merkel hat ja damals auch dafür gekämpft, dass in der DDR Freiheit gab und soll jetzt selbst so einen Staat gegründet haben. Das war halt für mich ein bisschen weird. Ne? Das sind so Sachen, mit denen ich halt dann so ein bisschen politisch so an meine Grenzen komme. Da sind wir halt so bei so ein paar Sachen, wo ich sage, die gehen mir ein bisschen zu sehr nach rechts, die Geschichten da drin. Ne? Klar, ist halt immer schwierig. Wir haben Kunst, wir haben Parodie. Wir sind gerade in politisch sehr aufgeladenen Zeiten. Ne? So, dann haben wir hier auch gehabt Peak Us. Ja, das ist ja, es geht um Parapsychologie, Detektive, muss man mal so sagen. Wir haben eine junge Dame, die gerade bei einem Detektiv halt Aushilfskraft ist, ne, oder Lehrling, ne. Der Detektiv hat gerade einen Mordfall, ne, und ja, er traut der jungen Dame halt auch nicht zu, weswegen sie halt im Endeffekt, ja, du bleibst hier und nimmst Anrufe entgegen. Ja, jetzt nicht Anrufe, aber wenn Leute kommen. Und es taucht dann jemand auf, der seine Uhr vermisst. Sie wurde ihm geklaut in der Gasse. Er möchte sie wieder haben. Ihm geht es nicht darum, den Täter zu finden. Nur die Uhr muss wieder auftauchen. Und ja, nun übernimmt die junge Frau den Fall, obwohl sie eigentlich nur den Fall annehmen sollte. Ja, am Ende sind aber beide Fälle, der Mord und dieser Fall mit der Uhr, irgendwie miteinander verwoben. Und Parapsychologie steht nicht umsonst drauf. Da steckt halt auch ein bisschen, ja, Mystery dahinter. Das Fiese an der Sache ist, es ist halt zwar ein komplettes Album hier drin, aber das ist so eine Serie, wo man zwei Alben zusammen eine Geschichte bilden. Ne? Also hier vorne hat man eine Liste. Das heißt, Album 1 und Album 2 ist eine Geschichte, Album 3 und 4 ist eine Geschichte, Album 4 und 5 und 6 ist eine Geschichte und Album 7 und 8 wird dann wohl auch eine Geschichte sein. Ist dann halt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich würde schon gern wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Glaube aber jetzt nicht, dass ich jetzt in diese Serie direkt einsteige, weil ich sammle einfach zu viel. Ne? Kann aber auf jeden Fall sagen, das hat Spaß gemacht, war gut zu lesen. Schöne Detektivstory. Ja, wäre ich damals vielleicht
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon mal, dass das für mich noch interessant ist. Würde da vielleicht eine 2-in-1 Edition erscheinen, wo halt immer zwei Alben zusammen sind, würde ich nochmal einsteigen. Ne? Also wenn immer die beiden Alben, die eine Story bilden, zusammen als ein Band erscheinen, würde ich da nochmal einsteigen. Ne? Wo ich aber im Überlegen bin, mir zumindest mal die erste Gesamtausgabe jetzt zu holen, wäre von Bouncer. Ist ein Western. Und erscheint bei Schreiber und Leser eben, wie gesagt, als eigentlich Gesamtausgabe und der 10. Band halt einzeln und vorher sind die Serie auch bei unterschiedlichen Verlagen halt erschienen und darum halt Gesamtausgabe bei Schreiber und Leser und das ist auch ein richtig, richtig geiler Western, ne? Wir befinden uns kurz nach dem Bürgerkrieg, die Grauröcke haben halt verloren, ne? Aber ein Offizier sieht das nicht so ganz ein und ja, will halt den Krieg sozusagen fortführen. Ne? Leider muss sich seine Gruppe erstmal aufspalten und da denkt er sich, hey, ich kenne doch da jemanden und bricht zu einer Farm auf, ne? Wo er auf seinen Bruder trifft. Und er möchte irgendwas von seinem Bruder und zwar ein Juwel. Der Bruder hat das Juwel nicht. Und daraufhin tötet er seinen Bruder. Ne? Was aber der Offizier nicht weiß, ist, dass sein Bruder einen Sohn hatte, der sich zu dem Zeitpunkt unter den Dielen verkrochen hat, nun abhaut, in die nächste Ortschaft reitet, ne? Und ja, dort irgendwie Hilfe sucht und er findet diese Hilfe in Form eines Bouncers, was wahrscheinlich ein Kopfgeldjäger oder zumindest ein Wachmann ist, weil er dieser Bouncer hier zumindest Sicherheitskraft im Saloon ist. Der hilft dem Jungen und es stellt sich heraus, hey, das ist der dritte Bruder und damit der Onkel. Ich bin total raus aus dem Thema, dem Spruch, dem alles. Und jetzt erzählt der Bouncer seinem Neffen im Endeffekt sozusagen seine Lebensgeschichte oder eigentlich erstmal die Lebensgeschichte von dessen Großmutter, die ja deren Familie mit 8 Jahren von Apachen getötet wurde. Daraufhin wurde das 8-jährige Mädchen, naja, zu einer Puffmutter gebracht, dann regelmäßig vergewaltigt. Wie alt war sie, als sie das erste Kind bekam? Mit 11 bekommt sie das erste Kind oder wird das erste Mal schwanger, ne? So. Also sehr, sehr, sehr verstörend. Aber sie hatte immer Durchsetzungsvermögen, war eine starke Frau, das erfahren wir halt auch. Und irgendwann hat sie mit ihren Söhnen einen Coup geplant gehabt und auch durchgezogen und einen Rubin geklaut. Das Problem ist, dass kurz darauf sich die Familie um dieses Rubin beginnt zu streiten, woraufhin die Großmutter Selbstmord begeht, aber vorher noch diesen Rubin versteckt und niemand weiß, wo dieser Rubin ist. Ne? Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum jetzt der eine Bruder den Vater von dem Jungen umgebracht hat. Ne? Ist hier drinnen nicht zu Ende erzählt. Wir kriegen hier einfach nur jetzt erstmal die Story um den Rubin erzählt. Und wie jetzt dann der Junge und der Bouncer zusammen aufbrechen und der Junge trainiert werden soll, um dann eben ja, seinen Onkel zur Strecke zu bringen. Was wir dann eben in den kommenden Alben lesen würden. Und wie gesagt, hier bin ich halt wirklich am Überlegen, mir zumindest erstmal den ersten Band der Gesamtausgabe zu holen. Danach kommt es drauf an, wie halt der Style ist, ob das dann eine abgeschlossene Sache ist, würde ich dann vielleicht auch dann aufhören und wenn das aber immer weitergeht, würde ich vielleicht auch weiterlesen, bin ich auf alle Fälle zum jetzigen Zeitpunkt am Überlegen, weil das fand ich echt gut, also es hat mir Spaß gemacht, ich habe jetzt sonst keine Berührungspunkte großartig mit Western im Comic-Bereich, aber das fand ich gut, das hat mir Spaß gemacht, ja, bin ich am Überlegen. Dann habe ich noch gelesen Falcon and Winter Soldier. Das ist ja ein Comic, was dann extra produziert wurde, als die Serie angekündigt war. Und dann hatte sich auch die Serie verschoben, aber das Comic ist trotzdem erschienen. Ja, und dann auch bei uns natürlich erschienen. Und irgendwann ist dann auch die Fernsehserie zu uns gekommen. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt parallel dann wenigstens bei uns geklappt hat. Ne? Und das ist auch einfach nur ein Comic, was unterhält. Kurz und bündig. Das Comic ist sich bewusst, dass es ein Comic ist.
es soll einfach nur Unterhaltung sein, es soll halt auch ein bisschen diesen spaßigen Flair des MCUs, einfach nicht den düsteren, sondern wirklich nur den spaßigen. Ich glaube, da war noch nicht mal klar, wie Winter Soldier und Falcon aussieht. Ich weiß ja immer noch nicht, ob das jetzt eine lustige Serie ist, eine düstere, ich habe keine Ahnung, ich habe dann das nicht geguckt, ne? Setzt aber trotzdem schon an der anderen Winter Soldier Ausgabe an, also an dieser letzten Miniserie, weil wir befinden uns, also Bucky hat immer noch sein Haus in Indiana, ne, wo er mit seiner Katze wohnt und halt im Endeffekt so als Equalizer arbeitet, ne. Von der Regierung immer mal aufgeregt, hier kommen, da sind Hydra-Agenten, erledige die, dafür bist du halt sozusagen von deiner Schuld ein bisschen freigesprochen, als plötzlich irgendwie eine Gruppe bewaffneter Typen eindringt und versucht, unseren Bucky zu erledigen. Das passt ihm gar nicht, weswegen er natürlich dann aufbricht zu seinen Kontaktleuten bei Office of Federal Utilities, ne, um eben herauszufinden, hey, wieso wurde ich jetzt angegriffen? Zeitgleich ist der gute Falcon auch auf dem Weg dorthin, denn dieses Federal Utilities finanziert auch Selbsthilfegruppen für Veteranen oder anderen traumatisierten Menschen, wo halt Falcon Vorsitzender ist, ne, also Sozialarbeiter ist, und dort ist eine junge Frau nicht aufgetaucht, und die er sich Sorgen macht, weswegen er halt eben auch seine Verbindungsperson treffen will, nämlich die Veronica Eden. Von beiden die Verbindungspersonen, beide treffen sich hier und müssen halt feststellen, dass alle in dem Büro tot sind. Passt gar nicht, aber die Veronica Eden ist nicht dabei, woraufhin sie halt eben nun zu dieser aufbrechen, ne, also zu ihr nach Hause gehen, um zu schauen, ob sie dort ist, mit ihr zu knetschen, ne, und während sie mit ihr reden und ihr das alles erzählen, taucht plötzlich ein junger Mann auf, der, ja, scheinbar ein Captain America Fan ist. Er stellt sich hier gleich auch so vor, ey, ich bin echt ein ganz großer Fan, ne? Also er ist halt Fan von Cap und dementsprechend auch von Falcon und Bucky, weil die ja beide Captain America schon mal waren. Er selbst nennt sich The Natural und ja, ist halt ein Naturtalent sozusagen, ne? Und erledigt unsere beiden Helden nun hier und entführt darauf die Veronica Eden, ne? Lässt aber unsere Helden noch am Leben, weil ja, er hätte gern noch mal eine Rückrunde, ne? Ja. Und unsere Freunde, ja, brechen dann halt auf, Veronica Eden zu retten, herauszufinden, wer The Natural ist und vor allem, was das dann am Ende alles mit Hydra zu tun hat. Dabei müssen sie dann auch nochmal in Kostüme, ihrer Kostüme schlüpfen, also in ihrer alten Kostüme, die sie halt damals als Cap trugen. Man sieht aber halt, dass es nur Kostüme der Kostüme sind, also nicht die Uniformen sind, ne? Vor allem bei Bucky sieht man das sehr gut, dass es einfach nur irgendein Halloween-Kostüm ist, ne? Es ist so geil. Witz, Charme, einige Pointen, einige Wendungen, aber es nimmt sich nicht ernst, Leute. Es nimmt sich halt wirklich nicht ernst. Das Ding ist sich bewusst, es ist ein Comic, es will nur unterhalten, aber das macht's halt richtig. Ich hatte einfach nur Spaß damit. Sehr spaßiges Comic, ist nicht unbedingt ein Muss. Würde ich jetzt jedenfalls sagen, ist kein Muss. Für mich gehört es aber natürlich in meine ganz klare Winter Soldier, Bucky, Hawkeye-Reihe mit hinein. Also für mich ist das halt Teil dieses Bereiches bei mir, der für mich auch ganz wichtig ist. Und er gliedert sich ja auch dadurch ein, dass eben es bei Bucky losgeht und das genau dort ansetzt, wo sozusagen seine eigene Mini aufgehört hat. Ne? Ich hätte jetzt nur noch gern Gastauftritt von Black Widow gehabt, dann wäre es rund gewesen, ne? Das Ding funktioniert und zwar echt gut. Ja, wenn wir schon beim Winter Soldier sind, ich habe Captain America Winter Soldier gelesen, ne? Gut, ja, da habe ich ebenfalls gedacht, also da kannst du ja jetzt nicht dran vorbeigehen. Panini hat nämlich diesen wunderschönen Must-Have-Band rausgebracht, in dem jetzt Captain America Heft 8, 9 und dann 11 bis 14 von 2004 drin sind, also vom Ed Brubaker Run, ne? Und Hachette hatte ja damals diesen Winter Soldier Band gebracht, wo die Hefte 1 bis 7 drin waren, ne? Das hier war natürlich Morgs, weil hier drinnen nicht die Story Winter Soldier drin ist, sondern die Story, ich gucke hier nach, weil hier stand es irgendwo drin, wie die Story hieß. Die Story heißt
Out of Time. Ne? Also hier ist die Out of Time Saga drin und nicht Winter Soldier. Ich meine, warum denn hier so ein Mist machen? Wieso das Hachette damals so gebracht hat, haben wir nicht verstanden. Hat keiner verstanden. Vor allem ich glaube Frankreich kommt ja die Reihe her, hat man das drinne gehabt, ne? Also total weird. Man hat hier aus irgendeinem Grund eben diese Story reingemacht. Ich weiß nicht, ob Panini einfach nur gesagt hat, komm, hier sind die ersten 7 US-Hefte aus diesem Megaband. Wir haben das für euch übersetzt. Ja, halt das da rein. Wie gesagt, das ist hier halt nicht drin und das war immer schon der Ärger für mich. Endlich, ne? Und Ed Brubaker als Autor an Captain America ist klasse. Was soll ich sagen? Ist ein absolutes Highlight. Absolutes Highlight. Hätte ich nie erwartet. Bin ich gar nicht mit den Erwartungen rangegangen. Und das offenbart sich ehrlich gesagt auch schon in dieser Out-of-Time-Saga. Ne? Denn irgendwas stimmt mit Steve nicht. Er ist so brutal wie nie. Das hat auch alles noch was mit dem 11. September zu tun. So hat man das Gefühl, er geht sehr aggressiv gegen Terroristen vor, wie wir wahrnehmen. Ne? Und dann ist der Red Skull irgendwie entkommen und den sucht er halt auch noch. Zusätzlich wird er halt ständig von Erinnerungen aus der Vergangenheit geplagt, aber irgendwie stimmen die auch alle nicht so ganz. Das merkt er halt auch. Ne? Und ja, was uns dann als Leser klar wird, ist, dass Steve eigentlich die ganze Zeit vom Red Skull beobachtet wird. Da gibt es auch diese wunderschöne Szene, oder besser gesagt, wirklich so eine schöne Textszene, wo der Red Skull in Verkleidung an Steve vorbeigeht und dann noch sagt, ich könnte dich jederzeit töten. Du könntest nichts machen, aber ich möchte dich leiden sehen. Ne? Und dann sehen wir halt dann Red Skull, wie er zurück in seinem Büro ist, telefoniert mit irgendeinem Partner, davon berichtet, dass er halt jetzt hier einen neuen Tesseract hat, der gerade versucht wird aufzuladen und dann plötzlich hat der Red Skull ein Loch in der Brust und fällt tot um. Good, bad. I'm the guy with the gun. Und irgendjemand mysteriöses nimmt den Hörer ab und bricht, er ist tot. Und ich habe jetzt das Paket, also den Tesseract, also den Cosmic Cube, ne? Natürlich erfährt Cap irgendwann ziemlich schnell durch Schild, hey, der Red Skull ist tot. Steve hält das aber alles für irgendeinen großen Fake und glaubt der Sache nicht, ne? Und will der Sache nachgehen, ne? Und dadurch kriegen wir hier eigentlich dann jetzt einen richtig geilen Krimi. Oh, der Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Oh, der Krimi tut's die Mimi leider nicht. Der aber auch mit den Erwartungen spielt, ne? Denn wir kriegen hier irgendwann ziemlich schnell einen Täter präsentiert. Und dieses niemand anderes als, ich glaube, Jack Monroe wird der Name ausgesprochen. Ein ehemaliger Bucky von Cap, der dann später auch Nomade war, ne? Und dieser soll jetzt der Mörder sein von Red Skull und von einigen anderen. Aber, naja. Cap hat Zweifel und Nick Fury hat sogar klare Beweise, dass etwas nicht stimmt. Und wie gesagt, Cap hat halt immer wieder Flashbacks aus der Vergangenheit, aus dem Zweiten Weltkrieg, die aber alle irgendwie anders sind, als er sich dran erinnert. Ne? So hat er einen Traum, wo er davon träumt, dass Bucky vor seinen Augen damals gefoltert wurde, kurz bevor die Sache mit der Bombe war, ne? Also in der Gefangenschaft hier wurde halt Bucky vor seinen Augen gefoltert, ne? Und er bricht dorthin auf und will einfach nur nochmal dieses Schloss sich anschauen, ne? Er kann sich an keine Folterkammer erinnern und findet halt eine Folterkammer vor. Und ja, es ist so klar, irgendwas stimmt nicht. Natürlich, uns ist klar, es hat was mit dem Rubik's Cube zu tun, ne? Und Cap denkt sich das halt auch schon, ne? Und wirklich überraschend ist halt dann eigentlich Ausgabe 7. Eieiei. Warum Ausgabe 7? Ja, ich habe ja gesagt, Jack Monroe wird uns als Täter präsentiert, ne? Und hier kriegen wir eine Story, die Ed Brubaker schreibt, die ich eigentlich bisher nie mochte. Aber jetzt mag ich sie. Denn eigentlich spielt diese Geschichte mit dem Hirn Ping-Pong, ne? Wir haben, ist ein geiler Spruch, ne? Jack Monroe, wir erfahren von ihm, dass seine Supersoldaten-Serum nachlässt. Wir merken, dass er halt auch wieder in dieses aggressive Verhalten
verfällt, wie er damals hatte, als er mit dem wahnsinnigen Captain America unterwegs war. Das war in den 50ern, ne, als der reguläre Captain noch geschlafen hat, dass er Erinnerungslücken hat, ne, dass er hier wirklich wahnhaft wird. Er glaubt, da findet irgendwo Drogendeal da statt in seiner Heimatstadt und er schlägt eben Mund auf irgendwelche Schurken ein, die aber am Ende gar keine Schurken sind. Am Ende findet er sich selbst mit einem Loch im Bauch wieder durch einen geheimnisvollen Schützen, der für ihn in seinem Wahn aussieht wie Bucky. Ja. Super genialer Start auf alle Fälle von Ed Brubaker, ne? Und dann kommt halt jetzt dieses Must-Have ins Spiel, wo das halt fortgesetzt wird, ne? Wir wissen nun dann ja schon als Leser, jo, Jack Monroe ist nicht der Täter und auch Fury hat Beweise dafür, dass es nicht Jack Monroe ist. Und er hat sogar Beweise für den geheimnisvollen Auftraggeber hinter den Attentäter. Ne? Und ja, versucht auch diesen zu stellen, ist aber halt nicht ganz so einfach, weil der Regierungskontakte pflegt, ne? Was halt auch wieder für Schwierigkeiten für Nick sorgt, ne? Und wir erfahren ziemlich schnell, dass halt der Attentäter, zumindest der für den Auftraggeber arbeitet, jemand ist, den man als Winter Soldier kennt, einem geheimnisvollen Soldaten, Supersoldaten des Kalten Krieges von Russland, der halt alle paar Jahre mal in Erscheinung tritt und irgendjemanden tötet. Er ist halt immer wie ein Geist, man weiß halt gar nicht, wer er ist. Ja, ist schwierig, ne? Immer schwierig. Aber natürlich muss man sagen, in der Zeit, wo er aktiv war, war die Bildaufzeichnung und Technik noch nicht so klar, um etwas zu erkennen. Aber dadurch, dass er eben jetzt wieder aktiv geworden ist, konnte Nick Fury Bildmaterial von ihm sichern und es mit alten Bildern abgleichen und fand ziemlich schnell raus, es ist jemand aus ja, Caps Vergangenheit. Natürlich weiß jeder, wer der Winter Soldier ist, aber ich will es trotzdem irgendwie geheim halten. Ich weiß nicht warum. Ne? Richtig genial geschrieben, macht sehr viel Spaß, bis auf die letzte Ausgabe. You can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Die letzte Ausgabe ist einfach zu gerafft. Da hat man einfach zu viel reingesteckt. Es kommt vieles zu kurz. Das hätte mehr Ausarbeitung gebraucht. Halt das ganze Mysterium um den Winter Soldier, um den Kampf mit Cap. Das hätte alleine nochmal 3 Ausgaben ausmachen müssen. Also das ist aber das letzte Heft enttäuscht mich halt wirklich, weil einfach zu viel drin steckt. Hier die Story einfach irgendwie beendet werden musste scheinbar. Ne? Und das ist halt schade, ne? Weil da wirklich noch viel Potenzial drin steckt. Ich weiß. Das ist ein Versäumnis, was man nicht entschuldigen kann. Ja, ansonsten muss ich sagen, was mir auch an dieser Must-Have-Reihe gefällt, wir haben hinten Bonusmaterial. Erstmal natürlich ganz normal die Bio der Autoren, das kennen wir auch. Und hier endet ja dann normalerweise immer solche Sammelbände, ne? Aber hier kommt noch Bonusmaterial und da haben wir dann, ja, ein kleines bisschen hinter den Kulissen, wo Ed Brubaker uns so ein bisschen erzählt, wie er auf die Idee kam, halt den Winter Soldier einzuführen und seine Rolle. Und natürlich finde ich dabei auch diese Szene ganz geil, die ja eine Gegenüberstellung ist zu Rächer Nummer 3 oder Rächer Nummer 4, wo halt Captain America aus dem Eis gefischt wird. Dann eine Timeline, die so die wichtigsten Punkte zusammenführt, die eben hier zugeführt haben und wie es eben dann auch ein bisschen weiterging, ne? Auch nicht schlecht, ne? Dann eine kleine Zusammenfassung von der Out-of-Time-Storyline aus dem Hachette-Band, ne? Und noch ein bisschen Hintergrundinfos über den Rubik's Cube, ne? Ja, finde ich schon mal nicht schlecht. Generell muss ich sagen, mir gefällt auch dieses Format des Must-Haves. Es ist wirklich gut gebunden, auch jetzt immer noch richtig schöner Widerstand, ne? Das ist eine geile Bindung, ne? Ne, optisch gefällt mir das. Ich finde auch dieses Must-Have eigentlich geil. Ich weiß nicht, darüber meckern ja alle, aber ich finde dieses goldene Must-Have, da finde ich geil. Weiß nicht, warum da alle drüber meckern. Aber mir fällt halt auf, die Seiten sind scheinbar sehr dünn, weil der Band ist echt dünn einfach und da sind 6 US-Ausgaben drin, der müsste dicker sein. Ne? Und sehr komische Druckerschwärze verwendet. Also er riecht sehr, sehr komisch. Ne? Weiß nicht, gefällt mir vom Geruch halt auch nicht. Ich hoffe, dass das so ein bisschen weggeht noch mit der Zeit. Also das ist ein bisschen miefig, ne? Aber ansonsten für mich erstmal toll, jetzt endlich diese Winter Soldier Story zu haben, ne? Mir gefällt das Format, Preis, Leistung, Hardcover 19 Euro finde ich auch okay, ne? Früher haben solche Hardcover 24 Euro gekostet, finde ich halt gut. Ist halt eben schade, dass bisher da noch nicht wirklich was drinne war, was mich jetzt wirklich reizen würde.
in dieser Must-Have-Reihe. Auch nichts von dem, was angekündigt ist, weil wenn, dann habe ich es bei Hachette oder es interessiert mich schlichtweg nicht oder ich habe es in einer anderen Form, wo es mir reicht. Ne? Zum Beispiel war ja hier auch Venom Origins drin. Das habe ich halt in der 100% Marvel-Reihe. Das reicht mir. So geil finde ich das nicht. Phoenix Saga habe ich halt bei Hachette, reicht mir auch. Punisher Frank ist zurück, das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert, kostet aber 30 €, ist halt ein 12 US-Ausgaben-Ding, aber da habe ich halt das Marvel-Exklusiv-Ding und das habe ich damals für 5 € gekriegt und weil ich das eben so billig bekommen habe, bin ich irgendwie da nie zu einem Austausch bereit. Ne? Ja, es ist halt wirklich bisher nichts wirklich drin, wo ich sage, bräuchte ich halt. Ne? Aber soweit, es sind aber halt alles gute Titel hier drin bisher, würde ich sagen. Ne? Also alles, was ich kenne, ist auf alle Fälle gut, ne? Und verdient den Aufschrift Must-Have, ne? Und mir gefällt das Format so. Ne? Es ist halt nur für mich bisher nicht allzu viel Interessantes drin. Ansonsten sollte euch aufgefallen sein, dass in dem Band aber scheinbar ein Heft fehlt, denn wir haben ja Ausgabe 8 und 9 und dann 11 bis 14. Da haben wir aber keine Handlungslücke. Dazwischen spielte eine House of M-Story, die wir halt in diesem House of M Marvel Monster Edition drin hatte. Das ist Band Nummer 13, die letzte Story hier raus. Spielt halt keine große Rolle, ist auch von Ed Brubaker geschrieben, zeigt uns halt eben Caps Werdegang in der Welt von House of M nach. Da sehen wir halt eben, dass er eben nicht eingefroren wurde nach dem Absturz, nach der Bombe, dass er da halt eben, ja, einfach weiter aktiv blieb, ne, auch damit, dass die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs weiter beeinflusst hat, ne, sogar Bucky ist da noch am Leben, dass er Hitler gestürzt hat und dann eben ganz normal gealtert ist, ne, und eben, weil er eben normal gealtert ist, halt eben von den Helden nicht rekrutiert werden kann als Mitglied der Gruppe gegen Magneto, ne, wie gesagt, spielt er halt jetzt für Winter Soldier, spielt das keine Rolle, ne. Braucht man nicht. Ne? Also wer sich jetzt wundert, ey, da fehlt ja ein Heft, das ist eine House of M-Ausgabe, die brauchen wir nicht. Ne? Die spielt nicht für die, ist für die Story komplett irrelevant. Okay, also nicht erschrecken, nicht wundern, alles vollkommen korrekt. So, und damit sind wir durch für diese Woche. Viel geschafft. Für nächste Woche sieht mein Plan ausschließlich den Joker War vor, dass ich den endlich lese, wobei ich mittlerweile doch bereue, dass ich mir den Joker War Sonderband nicht geholt habe. Den werde ich mir wahrscheinlich dann doch noch nachkaufen, aber ich werde jetzt erstmal alles, was ich jetzt hier habe vom Joker War, jetzt endlich komplett lesen. Oder besser alles, was ich noch von Batman Heft, der Heftreihe auf dem Stab habt und dann eben Catwoman, Nightwing und Batgirl, die auch hier liegen, die werde ich jetzt erstmal lesen. Dann ist natürlich hier der Schlümpfeband hier eingeplant. Paper Girls ist eingeplant, nochmal komplett zu lesen. Ich habe nämlich jetzt Band 5 und 6 und werde aber auch nochmal Band 1 bis 4 nochmal lesen. Und dann habe ich noch 2 Conan-Bände und ich habe noch Tank Girl auf dem Lesestapel. Das ist so der Hauptplan für die kommenden, ich sag mal, 2, vielleicht sogar 3 Wochen, das erstmal abzulesen. Also habt ihr so eine grobe Richtung, wo die Reise in den nächsten Tagen hingeht. Ne? Ja, und damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute! We'll be right back.